Moin und hallo wieder alle, die uns zusehen. Ich begrüße euch auch heute wieder recht herzlich zu unserer Online-Ausbildung. Es freut mich sehr, dass wir ein immer größeres Publikum haben, ob aus dem hohen Norden oder den südlichen Nachbarländern. Seid alle herzlich gegrüßt von dieser Stelle aus. Es freut uns, wenn ihr dabei seid. Wir haben heute ein bisschen schwierigeres Thema auf dem Programm stehen, die Grundlagen des Gefahrguteinsatzes. Wir versuchen aber auch dieses Thema möglichst schmackhaft rüberzubringen und werden euch auch nicht an einem Abend mit diesem Thema erschlagen wollen, sondern wir werden das auf mehrere Ausbildungen verteilen, um einfach das Thema halbwegs akzeptabel rüberzubringen, damit ihr damit auch gut zurechtkommt und nicht überfordert werdet. Wie gesagt, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Gebt gerne wieder eine Antwort, ein Feedback, dass wir wissen, was wir besser machen können, wie es euch gefallen hat. Und ich möchte dann auch gar nicht lange wieder vorneweg reden, sondern übergebe heute an den Philipp, der euch durch dieses Thema führen wird. Viel Spaß! Ja, Bernhard, auch heute wieder vielen Dank. Jo, du hast schon angekündigt, Thema ist heute Gefahrguteinsätze, beziehungsweise wie ihr es hier auf der ersten Folie schon sehen könnt, ABC-Einsätze. Ja, auch hier geht es manchmal ein bisschen lustiger zu. Ja, wir fangen heute mal direkt mit der ersten Frage an. Der Thorsten sitzt schon bereit. Und im Endeffekt, die Frage, mit der wir einsteigen wollen, ist, was sind denn ABC-Einsätze, wie sie uns im Bereich Markteienfeld, also im Endeffekt in unserem Ausrückebereich, begegnen können? Ich bitte euch darum, schreibt mal einfach eure Gedanken in den Chat frei raus damit, und das soll dann mal unsere Grundlage sein, mit der wir heute anfangen wollen. Thorsten, hast du schon was? Ja, Philipp, hi. Ja, wir haben zwei Antworten mittlerweile. Die erste ist Gefahrgutunfälle allgemein auf der BRB oder auf dem Main. Genau. Ja, auf jeden Fall. Die nächste Antwort ist zum Beispiel Chlorgas im Schwimmbad. Okay, Chlorgas im Schwimmbad ist auf jeden Fall ein Thema. Haben wir noch irgendwas? Nein, bis jetzt noch nicht. Warten wir noch einen Moment. Wir machen die Ausbildung ja auch regelmäßig im Rahmen der MTA-Ausbildung und es fehlt unbedingt ein Stichwort, was jetzt unbedingt fallen muss. Der typische Gefahrguteinsatz. Ich zähle auf Michel Ried. Noch nichts? Ja, nein. Nachdem ich selbst aus Michel Ried bin, kann ich es ja auch sagen. Was ist denn mit unseren Ölspuren? Ist das ein Gefahrguteinsatz? Sonst kommt nichts. Okay, also im Endeffekt, klar, wo können uns ABC-Einsätze begegnen, Gefahrguteinsätze? Eigentlich überall. Also Klassiker ist bei uns tatsächlich, die Autobahn ist direkt nebendran. Auf der Autobahn rollt alles an Gefahrguttransporter, mehr oder weniger gekennzeichnet, was uns so begegnen kann. Wir haben natürlich auch den Main, wo theoretisch Gefahrgut transportiert werden kann. Auf jeder anderen Straße kann es transportiert werden, aber wir haben auch jede Menge Industriebetriebe oder aber auch private Haushalte, die mit Gefahrstoffen umgehen. Also auch größere Mengen an Reinigungsmitteln oder irgendwas oder Gasflaschen, das kann ganz genauso gut ein Gefahrgut sein. Bestes Beispiel, vor wenigen Wochen hatten wir auch einen Gefahrguteinsatz in Windheim, wo wir jetzt nicht unbedingt mit einem Gefahrguteinsatz gerechnet hätten, kann uns genauso gut begegnen. Das Thema Ölspuren möchte ich explizit nochmal ansprechen, weil das eigentlich immer der Klassiker ist, die erste Antwort, die eigentlich in jeder Ausbildung dazu kommt. Ölspuren. Was ist da dran ein Gefahrguteinsatz? Es kann sein, dass es ein Gefahrguteinsatz ist, nämlich dann, wenn da große Mengen Öl auslaufen und die eine Gefahr für die Umwelt darstellen. In dem Moment, wo das aber kleinere Mengen sind, dann am besten noch auf einer geraden Strecke, dann müssen wir uns wirklich überlegen, sind das wirklich ABC-Einsätze oder sind das einfach Einsätze mit einer Gefahr im Straßenverkehr? Dass die Straße rutschig wird, das ist jetzt nicht unbedingt ein ABC-Einsatz und vor allem kein Einsatz für die Umwelt. Also das möchte ich vorab mal gesagt haben, nicht jede Ölspur, nicht jede 3 Tropfen Öl ist jetzt wirklich ein Gefahrguteinsatz, sondern es gibt Fälle, wo das wirklich ein Gefahrguteinsatz ist, dann muss es aber tatsächlich schon ein bisschen dicker kommen. Gut, dann legen wir auch mal los mit dem Thema. Wir wollen uns nicht nur heute mit dem Thema ABC-Einsätze, Gefahrguteinsätze beschäftigen, aber heute geht's los mit dem Theorieblock. Jetzt muss ich hier gerade nochmal meinen Cursor einstellen.
So, den Laserpointer. Genau, also heute sind wir bei dem Block 1. Erstmal das Thema, was sind Gefahrstoffe und wo können sie uns begegnen? Dann seht ihr hier zwei kleinere Punkte. Das wollen wir heute nur ganz kurz anschneiden, vor allem auch, weil wir es in der letzten Zeit schon ein paar Mal behandelt haben. Wo sind die geregelt? Die Frage möchte ich an der Stelle ganz kurz beantworten. FWD V500, das ist das große Stichwort, da werden wir heute durchgehen. Dann das Thema, wie schützt sich die Feuerwehr bei ABC-Einsätzen, werden wir kurz drauf eingehen, das hatten wir vor kurzem aber auch erst. Wie erkenne ich Gefahrstoffe, ist das große Thema von heute, das Thema Kennzeichnung. Muss ich euch warnen, das ist ein sehr großes Thema, auch ein sehr trockenes Thema, muss ich zugeben, aber es ist einfach unheimlich wichtig. Warum, sagen wir nachher auch noch. Und dann kommen wir heute auch noch zu dem Thema Erstmaßnahmen bei Gefahrguteinsätzen. Das werden wir heute nicht abschließen, sondern da werden wir auch das nächste Mal noch weiter mitmachen mit den Erstmaßnahmen. Dann nächstes Mal auch das Thema Verhalten an der Einsatzstelle bei Gefahrguteinsätzen. Und das nächste Mal wollen wir uns das Thema Messgeräte mal ein bisschen genauer anschauen. Dann gibt es einen dritten Block, den wird der Peter machen. Das ist, wir haben es jetzt mal ganz dreist Praxisblock genannt. Praxis natürlich weiterhin unter Corona-Bedingungen. Thema Fahrzeugkunde im Gefahrguteinsatz, da wollen wir einfach mal durchgehen. Was haben wir denn alles, um im Gefahrguteinsatz vorzugehen, auf welchem Fahrzeug verladen? Und dann wird es noch einen vierten Block geben. Der heißt atomare Einsätze, AA-Einsätze, Strahlenschutz. Und da wollen wir euch einfach nochmal die Grundlagen von atomaren Gefahren vermitteln, genauso wie die Messgeräte, die wir hier bei uns am Standort haben. Also ihr seht, ein ganzer Block zum Thema Gefahrgut in der nächsten Zeit. Fangen wir an mit der Frage, was ist denn überhaupt ein Gefahrgut? Wenn man sich damit beschäftigt, findet man eine wunderschöne Definition. Und zwar ist die zu finden in dem Gefahrgutbeförderungsgesetz, nämlich im Artikel 1 Absatz 1, da steht drin, gefährliche Güter sind Stoffe und Gegenstände, von denen aufgrund ihrer Natur, Eigenschaft oder Zustand im Zusammenhang mit der Beförderung, heißt ja Beförderungsgesetz, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, für die Allgemeinheit, wichtige Gemeingüter, Leben und Gesundheit von Menschen, Tieren und Sachen ausgehen können. Ich habe jetzt mal die wichtigen Punkte hier einfach rot markiert. Also es sind auf jeden Fall Stoffe, Gegenstände, die können bestimmte Eigenschaften oder Zustände haben, die gefährlich sind. Und Gefahr bedeutet in dem Fall für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, für wichtige Gemeingüter. Und das Thema kennt jeder, der sich schon mal mit dem Thema Füllungslehre in der Feuerwehr beschäftigt hat. Auf jeden Fall für Leben und Gesundheit von Menschen, aber auch von Tieren und Sachen ausgehen können. Also im Endeffekt gefährliche Stoffe, von denen typische Gefahren, wie wir sie in der Feuerwehr bekämpfen, ausgehen können. Das war jetzt das Gefahrgutbeförderungsgesetz. Was wissen wir noch zu ABC-Stoffen? Die nächsten Definitionen sind jetzt schon aus der Feuerwehrdienstvorschrift 500, die sich eben nur mit Gefahrguteinsätzen beschäftigt. Was sind denn ABC-Stoffe? ABC-Stoffe steht für radioaktive Stoffe und Materialien, im A-Einsatz biologische Stoffe und Materialien, im sogenannten B-Einsatz und chemische Stoffe und Materialien im C-Einsatz. Kann man sich jetzt auch noch denken. Und die nächste Frage ist, wann können denn von diesen Stoffen überhaupt Gefahren für irgendjemanden oder irgendwas ausgehen? Und das kann sowohl während der Herstellung von diesen Stoffen, bei deren Lagerung, Transport haben wir eben schon gehört, und aber auch bei der Verwendung auftreten. Warum erzähle ich euch das jetzt? Das ist irgendwo ja auch selbsterklärend. So wie das hier aufgelistet ist, werden wir nachher feststellen, dass auch die Kennzeichnung aufgebaut ist. Die Kennzeichnung ist nämlich unterschiedlich, ob ich die jetzt in festen Gebäuden bei der Herstellung und Lagerung habe, ob ich die auf der Straße oder irgendwo im Transport finde oder ob ich die in der Verwendung habe. So sind im Endeffekt auch die Kennzeichnungen aufgebaut, deswegen hier auch nochmal erwähnt. Und dann ist die Frage, welche Gefahren geht von diesen Stoffen überhaupt aus? Und ihr seht jetzt schon das erste Stichwort an dieser Stelle, mit dem wir uns beschäftigen müssen, und das ist die Inkorporation. Und die Inkorporation ist gleichzeitig auch die kritischste Gefahr, die bei Gefahrguteinsätzen auf uns einprasseln können. Was ist Inkorporation? Bedeutet die Aufnahme von gefährlichen Stoffen in den Körper. Nämlich, wie man es hier auf der rechten Seite sieht, über alle Körperöffnungen im Prinzip, die wir haben,
so unangenehm und unappetitlich das klingen mag, können wir im Endeffekt Gefahrstoffe in den Körper aufnehmen. Das heißt, das können Mund, Nase, Ohren, das kann aber auch verletzte oder auch gesunde Haut sein, das können aber natürlich auch alle anderen Körperöffnungen sein. Und wichtig ist dieser Satz hier, Inkorporation ist vor allem für uns als Einsatzkräfte in jedem Fall auszuschließen. Das darf uns nicht passieren, dass wir solche Stoffe in den Körper aufnehmen. Und dafür haben wir unsere Schutzausrüstung und die allgemeine Einsatzstellenhygiene. Dann gibt es als zweite Gefahr die sogenannte Kontamination. Davon hört man auch immer wieder in irgendwelchen guten oder schlechten Filmen natürlich auch. Was bedeutet Kontamination? Das ist die Verunreinigung von Oberflächen, von Lebewesen, vom Boden, von Gewässern oder von Gegenständen mit Gefahrstoffen. In unserem Fall kann das jetzt zum Beispiel die Kleidung, aber auch die Haut und die Haare im Endeffekt sein. Und in gewissem Maße können wir das eigentlich gar nicht verhindern. Wenn wir als Einsatzkräfte in den Einsatz kommen und versuchen, jemanden zu retten oder diese Gefahr zu bekämpfen, dann können wir nur bis zu einem gewissen Grad verhindern, dass wir uns selbst mit diesem Gefahrstoff kontaminieren. Wichtig ist aber, wir sollten versuchen, es so weit wie möglich zu vermeiden. Und was wir auch ausschließen oder verhindern müssen, ist, dass wir Kontamination verschleppen. Das heißt, dass wir als Einsatzkräfte daran schuld sind, dass sich die Gefahr ausbreitet. Bestes Beispiel, wir haben irgendwelche Stoffe auf unserer Schutzkleidung. Mit dieser Schutzkleidung gehen wir dann ins Feuerwehrauto, danach in die Feuerwache und am besten nehmen wir sie dann noch mit heim und waschen sie in der eigenen Waschmaschine. Und damit habe ich den Gefahrstoff, den ich ja eigentlich für gefährlich halte und den ich ja bekämpfe, bis hin zu uns nach Hause weitergetragen und verschleppt. Und das ist was wir auf jeden Fall ja verhindern müssen. Wie machen wir das? Erstens mal mit dem Thema Dekontamination. Auch damit werden wir uns in den nächsten Terminen beschäftigen. Wieder das Thema Einsatzstellenhygiene und vor allem in den Feuerwehrgerätehäusern das Thema Schwarz-Weiß-Trennung. Also auch da müssen wir großen Wert drauf legen. Betrifft uns so nebenbei auch nicht nur bei ABC-Einsätzen, sondern auch ganz normal bei Brandeinsätzen und sonstigen Einsätzen, wo wir zum Beispiel auch mit Blut oder mit Rauch und so weiter zu tun haben. Und die dritte Gefahr ist die sogenannte gefährliche Einwirkung von außen. Hört sich jetzt erstmal nichtssagend an. Was bedeutet das? Das bedeutet jegliche Einwirkung von Energie auf den Körper. Und die kann eben Strahlungsenergie sein, aber auch mechanische Energie. Strahlungsenergie wird uns vor allem dann betreffen, wenn wir von atomaren Gefahren sprechen. Das ist das Thema Strahlenschutz, auf das wir nochmal tiefer eingehen wollen später. Mechanische Energie kann genauso gut Druckwellen sein oder aber uns fällt schlicht und einfach irgendwas auf den Kopf, wenn oder durch irgendeine Explosion. Wenn wir zum Beispiel eine Gasexplosion oder eine Gasflaschenexplosion oder irgendwas haben, da haben wir nicht nur eine Druckwelle, sondern eben auch Splitter oder größere Trümmer, die durch die Gegend fliegen können. Und da ist die Devise, jede gefährliche Einwirkung von Energie auf uns oder auf Menschen ist so gering wie möglich zu halten und jede gefährliche Einwirkung von mechanischer Energie ist auf jeden Fall zu verhindern. Und da kommen wir schon zu dem ersten Punkt, wie kann ich die Einwirkung von mechanischer Energie auf uns verhindern? Ja, schlicht und einfach Abstand halten und im Zweifel Deckung suchen. Das sind eigentlich die zwei Stichwörter, die uns da begegnen. Jetzt ist die Frage, wie schützt sich die Feuerwehr bei ABC-Einsätzen? Und das wollen wir heute nur ein bisschen oberflächlich behandeln. Nämlich erstens durch die persönliche Schutzausrüstung. Da gehört im ABC-Einsatz auf jeden Fall auch Atemschutz und Körperschutz dazu und die sonstige Sonderausrüstung. Gerade das Thema Atemschutz und Körperschutz haben wir vor kurzem erst in der Ausbildung gemacht. Das hatte Markus ganz gut dargestellt. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne auch auf der Homepage nochmal nachgucken. Da findet ihr das Ganze schon. Deswegen lassen wir das heute auch weg. Was wir uns aber nochmal angucken wollen, sind die erweiterte persönliche Schutzausrüstung und die Sonderausrüstung. Was gehört hier außerdem noch dazu, außer jetzt unseren Atemschutzgeräten und dem Körperschutz? Da können auch sogenannte Dosismess- und Warngeräte dazu kommen. Das haben wir heute schon mal kurz als Übersicht mit drin, werden wir im Rahmen vom Strahlenschutz noch mal genauer darauf eingehen. Die gehören zur persönlichen Schutzausrüstung dazu, einfach weil sie uns auf Gefahren hinweisen. Nämlich so ein
Dosis-Warngerät schlägt schlicht und einfach Alarm, wenn ich eine gewisse Grenze an Strahlung erreiche, wo ich nicht weitergehen sollte. Das warnt mich, bis hierher und nicht weiter, hier ist die Grenze für dich. Die sogenannten Dosis-Messgeräte hier unten, die messen schlicht und einfach eine Strahlung, die ein Körper im Endeffekt abbekommen hat und dokumentieren das im Nachhinein. Wofür das wichtig ist, schauen wir uns auch in den nächsten Terminen noch an. Und dann noch die sogenannte sonstige Sonderausrüstung, damit schützen wir uns auch. Im Endeffekt ist das alles, was notwendig ist zur Erkundung und Eingrenzung von ABC-Gefahren. Da gehört alles, was an Schutzausrüstung dazu gehört, am Dekonplatz, Nachweisgeräte wie Gasmessgeräte, Kontaminationsmessgeräte. Gibt aber auch jede Menge Geräte zur Probenentnahme oder zur Markierung des Gefahrenbereichs. Also im Endeffekt kann da sehr vieles drunter fallen und mit einigen von diesen Punkten, gerade Gasmessgeräte, Kontaminationsmessgeräten oder auch mit dem Dekonplatz, wollen wir uns auch in den nächsten Terminen beschäftigen, teilweise auch schon heute. Gut, und jetzt sind wir eigentlich beim wichtigsten Thema, wenn es rund um das Thema ABC-Einsätze, Gefahrguteinsätze geht, nämlich die sogenannte GAMS-Regel. Die GAMS-Regel ist eine allgemeine Regel, wie Einsatzkräfte bei Gefahrguteinsätzen vorzugehen haben. Und das trifft jede Feuerwehr, egal wie groß oder klein sie ist. Und ich muss auch ganz klar sagen, egal welche Feuerwehr jetzt zuhört, die kann noch so klein oder noch so groß sein, wir können immer mit Gefahrgut zu tun haben. Auch in einem abgelegensten Dorf kann im Endeffekt ein Gefahrgut-LKW durchfahren und kann einen Unfall haben. Und die Feuerwehr wird dann als erstes dort sein und muss auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten wissen, was sie zu tun hat. Und genau dafür ist die GAMS-Regel da. Was bedeutet die? Sollte eigentlich jeder schon mal im Rahmen seiner Grundausbildung gehört haben. Gefahr erkennen, Absperrmaßnahmen treffen, Menschenrettung durchführen und Spezialkräfte alarmieren. Und anhand von diesen vier Punkten wollen wir uns jetzt auch durch das Thema Gefahrguteinsätze durchhangeln. Und heute machen wir es ganz verrückt, heute fangen wir mal nicht von oben an, sondern wir fangen heute mal von unten an, nämlich mit dem Thema Spezialkräfte alarmieren. Und da, Thorsten, kommst du wieder ins Spiel. Die Frage an euch, wer oder was sind denn aus eurer Sicht Spezialkräfte, wenn es zu einem Gefahrguteinsatz im Bereich Markteinfeld kommt? Los geht's! Überbrückungsmusik, ja. Wir haben hier viele kreative Ideen im Hintergrund, sehen tut er leider nichts davon. Das Vergnügen habe nur ich an meiner Stelle hier. Thorsten, haben wir schon irgendwas im Chat? Nein. Ich denke, dauert einfach noch durch die zeitliche Verzögerung. Ich will nur noch ein bisschen überbrücken. Ja, noch ein bisschen Überbrückungsmusik. Also eine Antwort haben wir jetzt. Ja, jetzt geht's los. Also den AC-Zug. Super, ja. Das THW. Mhm. Fachberater. Ja, sehr allgemein, ja. Absolut. Ja. Das sind schon mal eigentlich mit die wichtigsten Punkte dabei. Nee, also bis jetzt noch nichts. Warten wir noch einen Moment. Okay. Also, wir haben auf jeden Fall schon mal den AC-Zug dazu gehört. Wir haben das THW gehört. Ja, muss ich ehrlich sagen, weiß nicht, was die für Möglichkeiten haben. Gehören zum Katastrophenschutz, macht auf jeden Fall auch Sinn. Und Fachberater sehr allgemein, passt auf jeden Fall auch. Genau, da haben wir jetzt noch eine Antwort. Gerätewagen Gefahrgut. Mhm, super. Der perfekt. In Wertheim stationiert ist oder auf den Lohr. Staatliche Feuerwehrschule Würzburg. TUIS. Hervorragend. So, und jetzt haben wir fast alles. Genau. Dann gehen wir mal weiter. Vielen Dank. Was sind Spezialkräfte bei uns? Also, was gefallen ist, ist TUIS. Bedeutet Transportunfallinformationssystem. Im Endeffekt ist TUIS ein Zusammenschluss der chemischen Industrie. Im Endeffekt haben die alle die Pflicht, die Stoffe Gefahren, die durch die Stoffe, die sie in Umlauf bringen, ja ein Stück weit zu bekämpfen. Daher kommt dieser Zusammenschluss und im Endeffekt gehören da viele Firmen dazu, wie zum Beispiel die BASF, Merck, aber auch der ganze Industriepark Höchst. Und im Endeffekt
die ganzen Werksfeuerwehren, die da gibt, die haben auch Unmengen an Material und auch eben an Know-how. Da gibt es unterschiedliche Informationsstufen. Das kann anfangen mit, ich rufe da einfach an und frage die irgendwas als Einsatzleiter. Das geht darüber, dass ich zum Beispiel irgendeinen Fachberater, wie wir vorhin schon gehört haben, das muss nicht unbedingt ein Fachberater THW sein, sondern das kann auch hier ein Fachberater von TUI sein, vor Ort kommt. Dann kann es sein, dass die schlichten einfach Material schicken, wie zum Beispiel ein LKW, der irgendwas umpumpen kann, oder das volle Programm, dass die einfach mit komplett Mannschaft und Gerät kommen und anfangen, den Einsatz für oder mit uns abzuarbeiten. Also das ist ein sehr umfangreiches Thema, was vor allem für Einsatzleiter relevant ist. Dann, was wir vorhin auch gehört haben, ist das Thema, ich habe es mal mit der Überschrift Katastrophenschutz Landkreis Main-Spessart betitelt. Was da zugegebenermaßen fehlt, ist das Thema THW. Weiß ich nicht, was die da für Möglichkeiten haben, gibt es mit Sicherheit auch was. Von Feuerwehrseite ist es auf jeden Fall der Gerätewagen Gefahrgut, der zum einen im Nachbarbundesland stationiert ist, aber auch auf jeden Fall bei Bosch Rexroth in Lohr mit umfangreichem Material eben zum Auffangen, Umpumpen, Abdichten und so weiter. Dann der ABC-Zug, insbesondere auch mit dem Dekon-P, also das Thema Dekontaminierung, ja ein schönes Bild von denen im Zementwerk, und aber auch die Messkomponente vom Landkreis, der Gerätewagen Messtechnik, der meines Wissens nach in Bombach stationiert ist. Gut, was aber nicht gefallen ist, ist an der Stelle ebenfalls ein Fahrzeug des Landkreises, unser Rüstwagen 2. Der Rüstwagen 2 hat auch eine Beladung für Gefahrgutunfälle. Das sind verschiedene Pumpen, Materialien zum Abdichten von Lecks und so weiter und so fort drauf. Und auch das gehört zum Katastrophenschutz dazu. Und auch da muss man ja ehrlich sagen, das ist ein Stück weit schon Spezialkräfte. Für einen geringen Umfang muss man auch ganz klar sagen, also wenn jetzt ein ganzer Tankwagen ausläuft, dann werden wir da nicht die Welt ausrichten können. Aber für die meisten Unfälle, die uns begegnen, reicht das absolut. Also schlechte Nachrichten für uns alle. Wir sind Spezialkräfte. Gleiches Schema, was auch bei uns dazugehört, ist das Thema CSA, habe ich es jetzt genannt. Ich denke, die meisten von euch wissen, was das bedeutet. Chemikalien-Schutzanzüge. Auf der rechten Seite ein schönes Bild von einer unserer letzten Übungen zu dem Thema CSA. Unter CSA können wir unter vollster Schutzausrüstung Gefahrgutunfälle bekämpfen. Und habe extra nochmal mit Johannes gesprochen, die sind zum Teil 50-50 eben auch von der Stadt Magdeburg finanziert, zum Teil aber auch vom Katastrophenschutz vom Landkreis Main-Spessart. Also im Endeffekt gehört das alles zu einem übergreifenden Konzept und auch das ist definitiv ein Thema für Spezialkräfte. Was bedeutet das für uns? Wir können uns leider in Magdeburg nicht auf der GAMS-Regel ausruhen. Wir müssen im Endeffekt in dem Moment, wo andere fertig sind, wo sie gesagt haben, ich habe meine GAMS-Regel abgearbeitet, werden wir als Spezialkräfte alarmiert und müssen auch in unserem Rahmen dann Hilfe leisten. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch aufgestellt sein. Gut, von hinten angefangen, jetzt geht es weiter mit der Gefahr erkennen. Ich muss euch warnen, das ist das letzte Thema, was wir heute machen. Das wird uns jetzt den Rest der, ich schaue gerade auf die Uhr, 35 Minuten hoffe ich beschäftigen. Gefahr erkennen bedeutet schlicht und einfach, ich muss wissen, mit was ich es zu tun habe. Und dafür gibt es die Gefahrgutkennzeichnung. Und da gibt es jetzt, ich komme wieder auf das zurück, was ich ganz am Anfang gesagt habe, unterschiedliche Arten von Kennzeichnung, nämlich Kennzeichnung im Transportrecht, das heißt alles, was irgendwo in Bewegung ist, Kennzeichnung stationärer Anlagen und die Kennzeichnung heißt im Umgangsrecht, das heißt im Endeffekt alles, was beim Verbraucher im Umlauf ist und in irgendeiner Form Gefahrgut ist, muss auch gekennzeichnet sein. Auch das ist für uns wichtig. Fangen wir an mit dem Transportrecht. Ich denke mal, dieses wunderschöne Schildchen hat jeder von euch schon mal gesehen. Heißt schlicht und einfach die orangene Warntafel. Und tatsächlich ist das eine offizielle Gefahrgutkennzeichnung im Transportrecht. Es gibt jetzt hier drei Begriffe, ADR, RID und ADN. Kommen wir gleich auch noch dazu, für was das steht. Und die orangefarbene Warntafel ist zum einen vorne und hinten an einem Fahrzeug, das Gefahrgut geladen hat, angebracht. Manchmal aber auch seitlich, kommen wir gleich noch dazu. Und sagt schlicht und einfach, Achtung,
der hat irgendwas mit Gefahrgut geladen, irgendwelche gefährliche Güter. Mehr Informationen sagt uns diese Warntafel nicht, ist also ein erster Hinweis, wir müssen hier weiter erkunden, wir müssen hier vorsichtig sein. In dem Fall ADR bedeutet Straßenverkehr, RED Eisenbahnverkehr, ADN Binnenschiffverkehr. Also das bedeuten diese Abkürzungen. So, jetzt gibt es diese orangefarbene Warntafel, aber nicht nur komplett leer und orange, sondern auch mit Ziffern drauf. Und das ist jetzt einfach mal ein Beispiel, oben und unten. Normalerweise frage ich jetzt an der Stelle, was bedeutet denn das? Das lassen wir jetzt mal sein. Die obere Ziffer steht für die Gefahrnummer. Im Endeffekt ist das eine Kennzeichnung zur eine Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr, ja. Und unten ist die sogenannte Stoffnummer bzw. UN-Nummer. Das heißt, im Endeffekt, die untere Nummer ist für uns erstmal nicht aussagekräftig. Das ist was, was wir nicht auswendig können müssen, sage ich jetzt mal an der Stelle. Man kann das aber in Nachschlagewerken nachschlagen, was dieser Stoff dann im Endeffekt ist, beziehungsweise man kann es auch bei der Leitstelle nachfragen. Und im Endeffekt stehen da dann auch immer Gefahren und auch Maßnahmen dahinter. Das heißt, man weiß dann im Endeffekt zumindest sehr grob oder ja, grob, mit was man es zu tun hat und wie man dagegen vorgehen kann. Was man allerdings wissen muss, sind die oberen Nummern. Und das lernt jeder von uns bereits in der Grundausbildung. Und das ist auch was, was wir auf jeden Fall zu jeder Zeit zumindest irgendwo im Hinterkopf haben müssen, was das bedeutet. Im Endeffekt, hier oben sind verschiedene Ziffern, die sich zusammensetzen aus folgendem. 2 steht für Entweichen von Gas unter Druck oder unter chemischer Reaktion. 3 steht für Entzündbarkeit von flüssigen Stoffen, Dämpfen oder Gasen. Also im Endeffekt alles, was entzündbar ist oder eben selbsterhitzungsfähig, wie es hier unten heißt. 4 sind entzündbare feste Stoffe oder selbsterhitzungsfähige feste Stoffe. 5 ist oxidierend, brandfördernd, heißt, brennt selbst nicht, fördert aber Brände. Weiter geht es mit 6, das ist giftig oder ansteckungsgefährlich. 7 bedeutet radioaktiv. 8 ätzende Stoffe. 9 Gefahr einer spontanen, heftigen Reaktion. Und X, wie wir es hier oben sehen, ist immer eine Zusatzkennzeichnung, dass der Stoff gefährlich mit Wasser reagiert. Also bedeutet immer für uns erstmal Achtung mit Löschen und mit Wasser. Und 0 bedeutet keine weitere Gefahr an der Stelle. Gut, jetzt stehen da aber blöderweise nicht nur einzelne Ziffern, sondern ihr seht hier oben ganz einen Ziffernblock, X886. Was bedeutet das jetzt? Nun, wenn jetzt 2 Ziffern hintereinander, also 2 Ziffern oder eine Ziffer verdoppelt wird, so ist es richtig, bedeutet das, dass die Gefahr deutlich größer ist. Also im Endeffekt eine erhöhte Gefahr. In dem Fall hier 88 würde bedeuten stark ätzend. 8 war ja ätzend und die 6 war giftig oder ansteckungsgefährlich, also im Endeffekt ein stark ätzender, giftiger Stoff. Mit dem X vorne dran bedeutet es, man sollte mit Wasser erstmal vorsichtig sein, reagiert gefährlich mit Wasser. Jetzt gibt es aber auch noch besondere Bedeutungen, nämlich hier unten die 2,2 tiefgekühlt verflüssigtes Gas, was im Endeffekt auch erstickend ist. Dann haben wir 3,2,3 entzündbarer flüssiger Stoff, der mit Wasser reagiert und entzündbare Gase bildet. Schon nicht mehr ganz so trivial. Dann haben wir 6,06 ein ansteckungsgefährlicher Stoff, 9,0 umweltgefährdender Stoff, verschiedene gefährliche Stoffe und richtig spannend wird es bei der 99, verschiedene gefährliche erwärmte Stoffe. Also dann ist auf jeden Fall Geburtstag. Ich würde sagen, diese Ziffern hier am Ende muss man nicht aus dem Stegreif wissen. Was aber jeder Feuerwehrmann, jede Feuerwehrfrau wissen muss, sind diese Ziffern 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, X und 0. Diese Bedeutung sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben, was das bedeutet. Gut. Aber das war lange nicht alles. Jetzt geht's weiter. Jetzt waren wir im Moment im Straßenverkehr, kommen wir jetzt zum Eisenbahnverkehr. Und da ist ein besonders wichtiges Kennzeichen dieser umlaufende orangene Streifen. Im Endeffekt ist es ein sehr großer Kesselwagen. Und dieser Streifen hier außenrum, den ich jetzt gerade so abfahre, das ist im Endeffekt nichts anderes als eine Gefahrgutkennzeichnung. Das ist nicht irgendwie Teil von diesem Firmenlogo, sondern das ist tatsächlich ein Gefahrgutkennzeichen. Das bedeutet, dass der Kesselwagen verflüssigte, tiefgekühlt oder verflüssigte,
verflüssigte, tiefgekühlt, da sind ein paar Wörter zu viel drin, habe ich so einen Eindruck, verflüssigte, tiefgekühlte oder gelöste Gase enthält. Warum gibt es jetzt dafür eine spezielle Kennzeichnung? Das ist ganz einfach. Im Endeffekt ist das hier ein riesengroßer Behälter, größer als jeder Behälter, den wir als Flüssiggastank oder irgendwas oder als LKW auf der Straße oder in einem Garten finden können. Also das ist einfach ein riesengroßes Gefahrenpotenzial und das muss jede Einsatzkraft von Weitem erkennen können, dass das im Endeffekt ein Gefahrguttransport ist. Deswegen ist das so eine deutliche Kennzeichnung und für alle, die schon ein bisschen älter sind, ist in Lohr tatsächlich mal live passiert. Da hat nämlich so ein Güterwaggon gebrannt und tatsächlich sind auch solche Dinge den Einsatzkräften damals um die Ohren geflogen. Also das ist enorm wichtig. Das ist einfach für alles, was da in absehbarer Nähe ist, absolut lebensgefährlich. Gut, ähnliches Thema zum Thema sehr große Mengen, große Massen an Gefahrgütern, wenn wir uns die Schifffahrt anschauen. Und speziell hier bei uns, die Binnenschifffahrt, Seeanschluss haben wir meiner Meinung nach hier noch nicht. Gott sei Dank, leider, je nachdem wie man sieht. Und auch Schiffe sind so gekennzeichnet, dass man das Ganze von Weitem erkennen kann. Und zwar sind die bei Tag mit sogenannten blauen Kegeln im vorderen Bereich vom Schiff gekennzeichnet und bei Nacht wird das Ganze durch blaue Lichter im hinteren Bereich, also im Heck vom Schiff, gekennzeichnet. Drei Kegel bedeuten dabei bestimmte explosionsgefährliche Stoffe, zwei giftige oder ähnlich wie giftige Stoffe und ein Kegel feuergefährliche Stoffe. Das begegnet uns definitiv nicht oft. Wichtig ist vor allem, dass wir wissen, in dem Moment, wo irgendwelche blauen Wimpel oder blauen Lichter an Schiffen dran ist, dann sollten wir da auf jeden Fall vorsichtig sein. An der Stelle möchte ich auch jetzt mal eingrätschen und die Frage beantworten, warum erzähle ich euch denn das alles überhaupt? Im Endeffekt, das sind alles Informationen, die eigentlich für Gruppenführer, für Einsatzleiter relevant sind. Warum beschäftigen wir uns in einer normalen Ausbildung damit? Das ist ganz einfach. Jede Einsatzkraft sieht, also viele Einsatzkräfte zusammen sehen mehr als einer alleine. Und wichtig ist, in dem Moment, wo euch irgend sowas auffällt, irgend so eine Art von Kennzeichnung, ist es wichtig, dass ihr diese Information weitergibt. Wenn jetzt zum Beispiel ein Schiffbrand alarmiert ist oder irgendwas, muss es nicht unbedingt sein, dass der Gruppenführer, der als erstes da vor Ort kommt, als erstes dran denkt, oh, da sind ja drei Wimpel an dem Schiff dran. Wenn ihr das seht, gebt diese Information weiter, das ist unwahrscheinlich wichtig. Dann das Thema Gefahrgutkennzeichnung, wie wir es bis jetzt, wie wir es davor schon und wie wir es im Folgenden noch angucken werden. Das ist für euch wichtig, weil ihr diejenigen seid, die diese Kennzeichnung sehen werdet. Wenn wir einen Angriffstrupp in ein Gebäude reinschicken, sei es bei einem Feuer, sei es aber auch bei einem Gefahrguteinsatz, dann steht der Einsatzleiter, der Gruppenführer draußen vor der Tür und sieht das nicht. Das seht nur ihr. Und ihr seid diejenigen, die reingeht, im Endeffekt mindestens eure Truppausbildung habt und ihr müsst wissen, hey, hier handelt es sich um Gefahrstoff und wissen, dass das wichtige Informationen sind, die ihr auch qualifiziert weitergeben müsst. Also ihr müsst nicht wissen, was muss ich denn dann wirklich machen? Was mache ich denn, wenn da ein X886 auf dem Schild draufsteht? Ihr müsst aber wissen, Achtung, das ist eine Gefahrgutkennzeichnung und gebt diese Information. Im Zweifel sagt ihr einfach, ich habe hier eine orangefarbene Warntafel, Info X886, gebt ihr weiter. Im besseren Fall sagt ihr, ich habe hier einen Stoff, der reagiert mit Wasser, ist stark ätzend und auch giftig. Also das ist eure Aufgabe, diese Informationen erkennen und entsprechend weitergeben. So, und damit können wir auch einsteigen in die weitere Kennzeichnung im Transportrecht, die sogenannten Gefahrenzettel. Wir haben vorhin die orangefarbene Warntafel gesehen, die war sehr allgemein gehalten. Und spätestens dann, wenn ich einfach nur eine orangene Warntafel irgendwo an einem LKW habe, dann wird es da drin Packstücke oder Bereiche geben, die nochmal speziell gekennzeichnet sind. Das heißt, da sind dann weitere Infos drauf und das sind dann in der Regel diese Gefahrzettel. Und da gibt es jetzt auch wieder unterschiedliche Gruppen. Und zwar los geht's mit der Materialgruppe 1, explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, also alles, was explodieren kann. Wenn ich hier das linke Zeichen habe, ist es relativ einfach zu sehen. Das ist so ein, im Endeffekt eine schematisch dargestellte Bombe. Das kann man sich irgendwo schon herleiten. Diese 1,4, 1,5, 1,6 muss man auch wissen, dass das im Endeffekt für explosive Stoffe steht. Dann kommen wir zur Materialgruppe 2.
Das sind gasförmige Stoffe. Die können dann zum Beispiel entzündbar sein, dann ist das Ganze rot dargestellt. Das Ganze kann aber auch nicht entzündbar und nicht giftig sein, sondern einfach nur Druckbehälter, dann wäre das Ganze in der Form dargestellt. Und das Ganze kann aber auch giftig sein, dann ist das hier Materialgruppe 2 und mit diesem Symbol versehen. Ihr seht es schon, das sind jetzt auch wieder Zahlen, ähnlich wie wir sie vorhin auf der orangefarbenen Warntafel haben. Teilweise haben wir Überschneidungen, zum Beispiel 2 waren ja auch gasförmige Stoffe, ist aber leider nicht das Gleiche. Also es gibt da Unterschiede, eine 1 gab es da zum Beispiel überhaupt gar nicht. Materialgruppe 3 sind dann die entzündbaren flüssigen Stoffe. Materialgruppe 4 sonstige entzündbare Stoffe. In dem Fall auch wieder hier, besonders wichtig, die blaue Warntafel bedeutet in dem Fall, Berührung mit Wasser kann das Ganze entzündbare Gase entwickeln. Also im Endeffekt würde das wieder unserem X auf der orangefarbenen Warntafel entstehen. Materialgruppe 5, sogenannte oxidierend wirkende Stoffe, das heißt, die führen dazu, dass sich irgendwas entzünden kann. Materialgruppe 6 passt dann auch wieder zur orangefarbenen Warntafel. Das sind die giftigen Stoffe. Ich denke, das ist auch relativ eindeutig. Hier giftig und einmal ansteckungsgefährliche Stoffe. Die Zeichen, denke ich, kann man sich ganz gut herleiten. 7 sind auch wieder die radioaktiven Stoffe. Eben hier noch mit Zusatzinformationen, nämlich sind hier die Gefahrengruppen 1, 2 und 3 auch dargestellt. Da kommen wir gleich auch nochmal dazu, wenn wir uns die stationären Kennzeichnungen anschauen. Da erkläre ich auch nochmal, was das Ganze dann bedeutet. Und Materialgruppe 8, ätzende Stoffe, das denke ich auch sehr anschaulich auf dem Piktogramm. Materialgruppe 9, wieder verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände, auch wieder wie bei der orangefarbenen Warntafel. Und da gibt es jetzt auch bestimmte Kennzeichen, die jetzt nochmal ganz besonders sind. Nämlich zum Beispiel hier erwärmte Stoffe. Bestes Beispiel, ganz oft wird Teer eben in erwärmter Form oder in flüssiger Form durch die Gegend gefahren. Es gibt aber auch andere Stoffe, die dann oft noch dieses Kennzeichen 99 auf der Warntafel dabei haben. Und was auch besonders wichtig ist, sind diese drei Kennzeichnungen. Im Endeffekt sind dieses rechte Kennzeichen ist die ursprüngliche Kennzeichnung dafür, die beiden linken sind die heutigen. Das bedeutet oder heißt offiziell Limited Quantities, begrenzte Mengen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass in diesem Transporter Gefahrgut transportiert wird, aber in kleinen Gebinden. Bestes Beispiel, beim DM fährt jeden Tag ein LKW vor, der hat jede Menge Spraydosen geladen. Und im Endeffekt sind die Verpackungsgröße von diesen Spraydosen oder Deodosen im Endeffekt so klein, dass das Ganze von außen nicht als Gefahrgut gekennzeichnet sein muss. Jedes einzelne von diesen Behältnissen ist vielleicht auch gar nicht gefährlich. Wenn dieser LKW aber brennt und uns auf einmal 10.000 solche Dosen um die Ohren fliegen, dann ist das schon wieder gefährlich. Deswegen ist es dann doch wieder auf der Verpackung gekennzeichnet. Begrenzte Mengen, das ist ein Zeichen, was ihr euch auch merken solltet auf jeden Fall. Gut, und dann gibt es noch weitere Hinweise, wie zum Beispiel sollte in der Richtung gelagert werden. Warum ist das für uns interessant? Naja, wenn das auf dem Paket draufsteht und es auf dem Kopf steht, ist das vielleicht ein guter Hinweis, dass da überhaupt irgendwas nicht mit stimmt. Wenn irgendwas umgefallen ist, sollten wir es vielleicht in die richtige Richtung aufstellen. Das hilft uns auf jeden Fall auch beim Einsatz. Kühl- oder Konditionierungsmittel heißt schlicht und einfach auch für uns, Achtung, da drin ist vielleicht nicht genügend Sauerstoff für uns vorhanden. Asbest ist, glaube ich, ein Thema, was jeder schon mal gehört hat, wo man vorsichtig sein muss. Ganz wichtig ist noch dieses Kennzeichnen. Abfall. Was bedeutet Abfall für uns? Alles und nichts. Im Endeffekt kann so ein LKW Erde geladen haben, die vollkommen irrelevant für die Feuerwehr ist. Das Ding kann aber auch komplett voll mit irgendwelchen leeren, halbleeren Spraydosen oder irgendwas sein. Also im Endeffekt, bei diesem Thema A wissen wir nie, was uns begegnet. Hat zum Beispiel jedes Müllauto drauf. Gut, und dann noch der Hinweis, Begasung von Fahrzeugen oder Tanks, auch da wieder, das sollten wir auch nicht ohne Atemschutz oder ohne Belüftung reingehen. Gut, einmal tief Luft holen. Erster Punkt ist abgehakt. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, ihr seid alle noch nicht eingeschlafen oder habt euch einen Kaffee oder ein Bier dazu genommen. Machen wir weiter.
Kennzeichnung stationärer Anlagen. Das Ganze kommt jetzt tatsächlich auf aus unserer Feuerwehrdienstvorschrift 500. Und das ist nicht nur relevant für die Feuerwehr, sondern die Feuerwehrdienstvorschrift 500 regelt tatsächlich, wie bestimmte Bereiche in Gebäuden ja zu kennzeichnen sind. Das heißt, ein Hinweis für die Feuerwehr, wie wir im Einsatzfall damit umgehen müssen. Und das ist für uns eine Einteilung nach den zu durchzuführenden Maßnahmen. Im Endeffekt steckt dahinter eine Gefährdungsbeurteilung. Zum Beispiel bei atomaren Gefahren, was habe ich da drin für einen Strahler? Wie gefährlich ist das für die Feuerwehr? Bei biologischen Gefahren, zu welcher Kategorie gehört die Gefahr, die ist in diesem Labor drin ist? Wie das zustande kommt, ist für uns eigentlich in erster Linie auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, wie gehen wir damit um? Und in der Gefahrgruppe 1, das ist eben dieser eine rote Strich, bedeutet, dass wir hier ohne Sonderausrüstung vorgehen können. Wir sollten aber auf jeden Fall mit Atemschutz vorgehen. Heißt im Endeffekt auch bei einem ganz normalen Einsatz, ich sage es mal ganz, ganz blöde Annahme, da drin ist irgendwie eine Person ohnmächtig geworden oder irgendwas, wir haben jetzt kein Feuer und nichts. Auf jeden Fall der Hinweis, ohne Atemschutz gehen wir da nicht rein. Die Gefahrenkategorie 2 bedeutet für uns auf jeden Fall, dass wir nur unter Sonderausrüstung und besonderer Überwachung und Dekontamination vorgehen können. Das heißt, da geht keiner rein ohne Sonderausrüstung. Dann gibt es noch die Gefahrenkategorie 3. Das bedeutet, wir brauchen dafür nicht nur Sonderausrüstung, sondern wir bleiben so lange vor dieser Tür stehen, bis eine fachkundige Person vor Ort ist. Das heißt, das ist so gefährlich, dass uns irgendjemand, der wirklich Ahnung davon hat, sagen sollte, wie wir damit umgehen können. So, und jetzt gibt es eine Ausnahme von diesem ganzen Spaß. Zur Rettung von Menschenleben kann man davon natürlich nach Abwägung des Einsatzleiters abweichen. Das ist aber wirklich nur in äußersten Notfällen und damit wird sich dann der Einsatzleiter beschäftigen müssen. Auch an der Stelle wieder, warum erzähle ich euch das? Wir haben gerade vom Einsatzleiter geredet, schlicht und einfach. Ihr seid in einem Gebäude unter PA im Einsatz und auf einmal steht er vor einer Tür, wo so ein Schild drauf ist. Gefahrenkategorie 1, 2 und 3. Das bedeutet für euch auf jeden Fall, Stopp, Einsatzleiter informieren, fragen, wie gehe ich damit um? Was mache ich damit? So schaut das Ganze dann aus vor Ort. Das heißt, da ist nicht nur einfach ein roter Strich auf der Tür, sondern dicke, fette, rote Schilder. Feuerwehrgefahrengruppe 1, Bio 1, 2, 3. Das Ganze dann auch für radioaktive Stoffe und so weiter. Gut. Dann gibt es besondere Kennzeichnungen für sogenannte Munitionsbrandklassen. Warum macht man das in stationären Gebäuden? Ja, schlicht und einfach, weil das höllengefährlich ist. Da geht es jetzt zum Beispiel um Munitionslager. Das kann jetzt nicht nur bei der Bundeswehr sein. Das kann zum Beispiel auch im Zementwerk in Lenkfurt sein. Auch die haben in irgendeiner Form ein Sprengstoffdepot, wo die ihre Sprengstoffe gelagert haben. Und irgendwo wird es da einen Raum geben, wo eines dieser Gefahrenkennzeichnungen dran sind. Und auch da sollte ich wissen, wenn es irgendwo brennt, ist vielleicht nicht ganz ungefährlich. Damit sollten sich auf jeden Fall auch die Führungskräfte in dem Bereich oder vor allem von dem Ort beschäftigen können. Dazu gehört aber nicht nur Munition, das kann genauso gut auch Feuerwerk und so weiter sein. Also da kann vieles zuführen. Und im Endeffekt ist das ja in vier Kategorien unterteilt, die haben dann auch unterschiedliche Formen, dass man das jederzeit noch erkennen kann. Vier ist im Endeffekt das ungefährlichste, Feuer- und Energiefreisetzung. Und das geht bis hin zur Munitionsbrandklasse 1, Massenexplosion, Druckwirkung, Splitterwurfstücke. Ja, das wäre im Endeffekt in Beirut an dem großen Gebäude dran gewesen. Ob es da geholfen hätte, ich weiß es nicht. Gut, weiterhin in stationären Anlagen. Jeder, der in einem Industriebetrieb arbeitet oder dort schon mal war, weiß, da laufen meistens jede und auch die müssen gekennzeichnet sein. Ihr seht es hier, das muss nicht unbedingt der typische Gefahrstoff sein. Es reicht auch, wenn wir da 90 Grad heißes Wasser durchjagen. Auch das muss im Endeffekt in Industriebetrieben gekennzeichnet sein. Hier unten ist es schon interessanter, da ist jetzt irgendeine Lauge drin. Und ihr seht jetzt hier, da ist ein Gefahrstoffpiktogramm drauf und aber auch eine Bezeichnung, eine Flussrichtung und vor allem auch eine Farbe. Und diese Farben stehen jetzt für bestimmte Stoffe. Die müsst ihr bis zum nächsten Mal auswendig lernen. diese Übersicht habe ich einfach mal mit reingenommen, dass ihr wisst, das hat bestimmte Gefahren. Ganz ehrlich, die weiß auch ich nicht. Es gibt dafür Flyer. Einen, den ich wirklich gut finde, ist von der Feuerwehrschule in Hessen.
Da ist das alles drauf, da muss man im Endeffekt nachgucken, was es bedeutet. Im Zweifel müsst ihr wieder wissen, hey, diese Farben haben tatsächlich eine Bedeutung, im Zweifel kann man nachschauen. Was man sich vielleicht merken sollte, ist, blau ist Sauerstoff, begegnet uns zum Beispiel im Krankenhaus. Dann gibt es noch weitere Kennzeichen, die jetzt nicht typische Gefahrstoffkennzeichen sind, die für uns aber durchaus ja, wichtig und relevant sein können. Nämlich jedes Kennzeichen in einem Betrieb kann uns als Feuerwehr auch vor Gefahren warnen. Wenn hier irgendwo ein durchgestrichenes Streichholz in dem Betrieb ist, dann heißt es für uns irgendwo, naja gut, warum soll ich denn da kein Streichholz, keine Zigarette anmachen? Irgendwo wird da eine Brandgefahr, eine Explosionsgefahr sein. Also auch das ist für uns ein wichtiger Hinweis, genauso wie diese Warnzeichen vor Explosion, vor Radioaktivität und so weiter. Es gibt aber auch Gebotszeichen, dass man eine Schutzbrille tragen sollte, dass man sich hier zum Beispiel anseilen sollte. Wenn ich das Zeichen irgendwo sehe, sollte ich als Atemschutzträger auch irgendwo hellhörig werden und sagen, ja, vielleicht geht es da irgendwo nach unten und auch ich kann da abstürzen. Rettungszeichen genauso wichtig für uns, wie komme ich hier wieder raus? Und Brandschutzzeichen ja sowieso, dafür sind wir da. Gut, damit sind wir mit den stationären Anlagen durch und jetzt kommen wir zum Umgangsrecht. Umgangsrecht, hatte ich vorhin schon mal kurz gesagt, bedeutet die Kennzeichen für die Verbraucher. Was bedeutet das? Auf allem, was in irgendeiner Form ein Gefahrstoff ist und in Umlauf gebracht wird, das heißt, was verkauft wird, muss eine Kennzeichnung der Gefahren drauf sein. Und wir fangen jetzt mal mit der alten Kennzeichnung an. Das ist was, was nicht mehr verwendet wird, aber ich bin mir sehr sicher, dass das noch in sehr vielen Kellern und Garagen genauso gelagert wird und deswegen auch immer noch wichtig für uns ist. Das sind diese orangenen Piktogramme für Brand- und Explosionsgefahren mit F und F+, explosionsgefährlich, hier mit brandfördernd, umweltgefährdend, ätzend, das sind auch eindeutige Piktogramme, genauso wie reizend, giftend und giftig und gesundheitsschädlich. Also einfach für euch, dass ihr das nochmal gesehen habt, das gibt es nach wie vor. Die neue Kennzeichnung, mittlerweile doch auch seit vielen Jahren, ist das sogenannte global harmonisierte System, GHS. Und das sind einfach die neuen Gefahrenpiktogramme, die es dafür gibt. Und diese Gefahrpiktogramme sind auch immer entweder ohne zusätzliches Signalwort versehen oder mit einem Signalwort Gefahr oder Achtung. Achtung bedeutet dabei immer eine, ja, zumindest eine Erhöhung der Gefahr im Gegensatz zu keinem Signalwort. Gefahr bedeutet an der Stelle eine schwerwiegende Gefahr. Also dieses Zeichen giftig im Zusammenhang mit Gefahr bedeutet schlicht und einfach wirklich sehr giftig. Das Ganze ist immer in sogenannten, so ganze Aufkleber, sage ich jetzt einfach mal, dargestellt. Das heißt, da sind nicht nur die Gefahrenpiktogramme drauf. Meistens hat so ein Stoff auch nicht nur einfach eine Gefahr, sondern hier seht ihr, das Ganze ist entzündlich, das Ganze ist auch gesundheitsgefährdend, umweltschädlich und weitere Gefahren und hier oben drüber steht Gefahr. Dann steht auf der linken Seite auch noch die genaue Stoffbezeichnung, in dem Fall jetzt einfach Autokraftstoff, also Benzin. Dann steht aber auch drauf, was für Gefahren jetzt von diesem Stoff ausgehen. Zum Beispiel kann Augen reizen oder kann bei Einatmen zu schweren Lungenschädigungen führen oder irgendwas. Und dann aber auch die sogenannten P-Sätze, Sicherheitshinweise. Wie kann ich mit diesen Gefahren umgehen? Zum Beispiel Augen mit großen Mengen Wasser spülen und so weiter und so fort. Unten auch wichtig, welche Größe habe ich hier überhaupt? Wenn man das jetzt nicht als Einsatzkraft abschätzen kann, sind das jetzt 5 Liter oder 50 Liter, das ist schon eine wichtige Information. Wenn ich einen fast leeren Behälter von 5 Liter habe, ist das eine andere Dimension, wie wenn ich da einen vollen IBC-Behälter von 1000 Liter habe. Auch das ist eine Information, die enorm wichtig für den Gruppenführer, für die Einsatzkraft ist. Und hier unten muss auch der Inverkehrbringer, also im Endeffekt der Hersteller, der Verkäufer stehen. Auch wichtig für uns, wenn ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, kann ich da im Zweifel auch einfach anrufen. Und dann jetzt noch zu den Kennzeichen, was die tatsächlich bedeuten. Gehen wir kurz durch. Das denke ich auch ziemlich selbsterklärend. Auch da wieder die erste Kategorie explosive Stoffe, Gemische. Dann haben wir entzündbare Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe, also alles, was entzündbar ist. Auf der rechten Seite, ihr werdet es euch denken können, oxidierende, also brandfördernde Stoffe, Gase unter Druck, wieder die Ätzwirkung. Dann haben wir Toxizität, also Giftigkeit,
allgemeines Gefahrensymbol, das macht man dann drauf, wenn man nicht weiß, was man sonst drauf machen muss, sage ich jetzt mal, oder die Gefahr einfach nochmal verdeutlicht werden soll. Und dann gibt es gesundheitsgefährdende und erbgutverändernde Stoffe und gewässergefährdende Stoffe. Weiter geht's im Umgangsrecht. Auch Gasflaschen sind besonders gekennzeichnet. Und auch da habe ich wieder meine Gefahrpiktogramme drauf. Hier wieder die Gefahrgruppe 2, also unter Druck stehendes Behältnis. 5.1 bedeutet im Endeffekt wieder brandfördernd. Ja, brandfördernd steht unter Druck. Hier drüben steht es, das ist schlicht und einfach Sauerstoff. Und auch hier drauf sind jetzt wieder jede Menge Informationen, die für uns als Feuerwehr enorm wichtig sind. Zum Beispiel hier auf der rechten Seite die UN-Nummer, die Stoffbezeichnung und so weiter und so fort. Auch wieder der Inverkehrbringer und so weiter, ist alles mit drauf. Alles Informationen, die bei einem Gefahrguteinsatz wichtig sind, dass ihr die erkennt und weitergeben könnt. Dann sind zusätzlich aber Gasflaschen oft auch noch an der Schulter, also eben im oberen Bereich von der Gasflasche farblich gekennzeichnet. Gelb bedeutet dabei giftend oder ätzend. Rot ist entzündbar, hellblau ist oxidierend, hatten wir vorhin schon mal gesehen bei Sauerstoff, und leuchtend grün ist erstickend, zum Beispiel irgendwelche Inertgase, zum Beispiel auch bei Feuerlöschsystemen. Und dann gibt es nochmal Gase oder ja, Gasflaschen, die so gefährlich sind, dass sie eine eigene Farbe haben. Der erste hier, Acetylen, ist sogar so gefährlich, dass er nicht nur eine eigene Farbe hat, sondern sogar eine eigene Form von Niederschraubventil. Das ist nämlich nicht rund, sondern oval, dass man das selbst beim Tasten als Atemschutzgeräteträger ertasten kann, was das für eine Flasche ist. Acetylen werden wir auch nächste Woche im Rahmen von dem Thema Messen nochmal draufkommen. Einfach so explosionstechnisch das Gefährlichste, was uns begegnen kann. Und diese Flasche ist kastanienbraun. Warum kastanienbraun? Naja, kastanienbraun ist auch noch kastanienbraun, wenn es gebrannt hat. Relativ einfach. Und dann gibt es noch weitere Gase wie Sauerstoff und so weiter. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Müsst ihr auch nicht auswendig wissen. Inhalationsgemische, gehen wir genauso drüber. Gut, damit haben wir die ganzen offiziellen Gefahrgutkennzeichnungen durch. Ich hoffe, es sind noch ein paar dabei, uns haben nicht alle abgeschaltet. Muss einfach auch mal sein. Es ist wichtig, dass man das immer mal wieder hört, auch wenn es sehr trocken ist. Gut, aber dann gibt es nicht nur Kennzeichnungen, die für uns relevant sind, sondern wir können uns auf jeden Fall auch im Gefahrguteinsatz ein Stück weit auf unsere Wahrnehmung und auf unsere Umwelt verlassen. Das ist das, was ich auf jeden Fall hier nochmal erwähnen will. Was bedeutet denn das? Wenn wir an einer Einsatzstelle irgendwelche komischen Sachen, sage ich jetzt einfach mal, feststellen, zum Beispiel Rauch-Nebelbildung, ganz komische Gerüche. Feuerwehrler haben da ja oft ein sehr feines Gespür dafür, gerade wenn es nach Rauch oder irgendwas riecht oder modrig oder irgendwas. Da sollten wir uns drauf verlassen. Heißt nicht, dass wir da Panik schieben müssen, aber es ist zumindest eine Information, die wir weitergeben sollten und mit der wir gegebenenfalls auch arbeiten können, gerade wenn noch andere Sachen auf irgendwas hindeuten. Aber auch außergewöhnliche Symptome von Betroffenen. Auf einmal fangen alle um uns rum an zu gähnen, sagen, oh, ich habe aber Kopfweh, keine Ahnung was. Im Endeffekt sind das Punkte, die auf jeden Fall uns ja aufhören lassen sollten. Genauso, wenn ich irgendwo bei einem Einsatz bin und auf einmal flüchten von links nach rechts über eine sechsspurige Autobahn jede Menge Ratten oder irgendwelche Tiere, dann sollte ich auch mal stutzig werden, was denn da los wäre. Also einfach nur mal als Beispiel. Oder ich komme an den Main runter, da ist Gefahrgutaustritt gemeldet und am Ufer sehe ich schon 100 tote Fische. Ja, da sollte ich mal skeptisch werden. Also das sind im Endeffekt alle Sachen, die neben einer Kennzeichnung für uns auf jeden Fall wichtige Informationen sind. Und auch da wieder der Hinweis, wenn euch was auffällt, gebt es weiter. Im Zweifel war es nicht wichtig, aber es ist nicht untergegangen. Weitere Informationen sind aber auch Betriebsanweisungen oder Sicherheitsdatenblätter. Auch das erzähle ich euch an der Stelle jetzt wieder. Wir haben zum Beispiel einen Brand in einem Industrieunternehmen. Wer findet diese Betriebsanweisungen oder Sicherheitsdatenblätter? Ihr als Atemschutzgeräteträger. Der Gruppenführer ist nicht drin und steht vor dem Schrank, wo das Gefahrstoff drin ist, steht, sondern ihr müsst wissen, hey, das sind Betriebsanweisungen, Sicherheitsdatenblätter dran, irgendwas ist ausgelaufen, dann nehme ich die Blätter oder den Ordner mal mit, bringe sie mit nach draußen und das sind auf jeden Fall wichtige Infos, mit denen man arbeiten kann.
Wenn wir jetzt nicht in Betriebe schauen, sondern bei, bestes Beispiel, Unfälle, gerade auf der Autobahn, aber auch auf allen anderen Straßen, Begleitpapiere, Beförderungspapiere, schriftliche Weisungen. Das sind auf jeden Fall die drei Dokumente, nach denen wir in Lkw suchen können. Früher hat man immer gesagt, schaut mal hinter die orangefarbene Warntafel, das ist mittlerweile sinnlos, da findet ihr nichts mehr. Diese Dokumente sind im Endeffekt in der Fahrerkabine. Die müssen die Fahrer bei sich tragen, im Zweifel den Fahrer fragen, hey, wo ist denn das Ganze? Wenn der nicht mehr antworten kann, in der Fahrerkabine suchen. Und auch da werdet ihr wieder diejenigen sein, die den Auftrag bekommt. Und dann nochmal drei andere Punkte. In Grau dargestellt, schlicht und einfach, das ist jetzt wirklich was, wo ein einfacher Feuerwehrler jetzt normalerweise wenig Berührungspunkte mit hat. Feuerwehrpläne, Datenbanken, Nachschlagewerke, fachkundige Personen. Daher bekommen wir auf jeden Fall auch Informationen. Feuerwehrpläne haben wir zum Beispiel bei dem Thema Brandmeldeanlage vor einer Weile durchgesprochen. Ist für die Feuerwehr unheimlich wichtig. Damit arbeiten dann aber tatsächlich ja, Gruppenführer, Zugführer, Einsatzleiter oder halt wer beim Erkunden dabei ist, sollte man dann auch gegebenenfalls lesen können. Nachschlagewerke, bestes Beispiel ist eigentlich der Hommel, das ultimative Nachschlagewerk, was Gefahrgut ist, ist oft mittlerweile in digitaler Form, gerade auf den Gerätewagen Gefahrgut, waren die tatsächlich in Hardware, solche Schinken, ein ganzes Schubfach verladen, da konnte man im Endeffekt alles finden, kann man auch über die Leitstelle nachfragen oder eben fachkundige Personen, wie wir vorhin gesagt haben, Fachberater, THW von TUIs oder eben aber auch fachkundiges Personal vor Ort, zum Beispiel von einem Industriebetrieb. Yay, geschafft! Wir haben das Thema Gefahr erkennen durch. Und an der Stelle hören wir jetzt auch auf. Weiter geht's in einer Woche. Ihr seht schon, ausgespart haben wir heute die Themen Absperrmaßnahmen und Menschenrettung. Da machen wir nächste Woche weiter und nehmen dann auf jeden Fall noch das Thema Messgeräte mit dazu. Finde ich ein sehr interessantes Thema. Heute waren sie nur zur Dekoration hier an der Seite gestanden schon mal. Jo, ganz zum Schluss, wie immer noch die Quellen. An der Stelle heute wollte ich sie auch mal zeigen, sehr übersichtlich, nämlich eigentlich nur die FWD V500. Alles, was ich euch heute erzählt habe, war abgeschrieben aus dieser Feuerwehrdienstvorschrift. Könnt ihr auch einfach durchlesen, wenn ihr das wolltet. Und was ich euch noch ans Herz legen kann, ist dieses Merkblatt von der Landesfeuerwehrschule in Hessen. Das ist einfach beidseitig bedrucktes DIN A4-Blatt, wo diese komplette Kennzeichnung, die wir so heute durchgesprochen haben, abgedruckt ist und wo man im Zweifel auch mal nachschlagen kann, was bedeutet, gerade wenn es um so farbliche Kennzeichnungen oder so weiter geht. Das weiß kein Mensch auswendig, würde ich mal wagen zu behaupten. Also ich weiß es zumindest nicht. Gut. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe inständig, wir haben euch nicht vergrault. Ihr kommt beim nächsten Termin auch wieder dazu. Genau heute in der Woche, selbe Stelle. Und dann beschäftigen wir uns mit dem Rest von dem Thema. Danke euch, macht's gut, bis bald.